herzlich willkommen zu einem Tutorial von einer kleinen Kommandotafel. Von vorne sieht sie eigentlich ganz unspektakulär aus. Dann sind hier wie so Rollen, die rollen, wenn da ein Klon drin ist. Ein Hebel bedient, da weiß ein Klon von hier kommt und dass da einer besetzt ist. Dann sind hier diese Dinger unten. An beiden Seiten. Zwei. Hier ist noch eins. Und hier ist noch eins. Hier sind solche Dinger. Und hier sind noch zwei. Und eine innen. Dann drehe ich das Ganze mal um. Wir schauen uns den Innenraum von der kleinen Kugeltafel. Hier sind so Griffe, die ich da reingebaut habe. Hier sind Rollen, wie gesagt, nicht Griffe. Dann ist hier so eine Kommandotafel, die auch. Hier sind Fenster. So sieht das Ganze von unten aus. Habe ich mit diesen Knicksteinchen gebaut. Die kennt ihr alle. Tschüss.